Electronic Arts hat wohl noch einige Sets auf Lager, denn gestern gab es schon wieder eine recht überraschende Pack-Ankündigung. Das neue The Sims 4 moderne Männermode-Set wurde frisch vorgestellt. Mehr dazu in diesem Video. Auf ein neues Set mussten wir nun wirklich nicht sonderlich lange warten, denn schon eine Woche nach der Veröffentlichung des Blühende Räume-Set für The Sims 4 steht die nächste Ankündigung in den Startlöchern. Ab dem 2. Dezember, also in gut zwei Wochen, lässt sich das neue The Sims 4 moderne Männermode-Set anspielen. Dieses dreht sich, wie der Name schon sagt, ganz um neue Klamotten für die männlichen Sims und beinhaltet höchstwahrscheinlich nur neue Objekte im Ersteller einen Sim-Modus. Der Stil ist wohl eine Mischung aus traditionell und modern, eine offizielle Produktbeschreibung und wenige erste Screenshots der neuen Outfits gibt es ebenfalls, die ich euch kurz vorlesen möchte. Revolutioniere die Klassiker mit dem The Sims 4 moderne Männermode-Set, das eine provokante, aber leicht zugängliche und von Stefan Coquet designte Kollektion präsentiert. Die traditionelle Herrenmode wird durch komplett überarbeitete Schnitte neu definiert, wobei Stoffe und Muster bei jedem einzigartigen Stück für den aktuellen Stil sorgen. Mit Liebe zum Detail, peppe den Kleiderschrank deiner Sims mit trendigen Klassikern auf. Die fließenden Schnitte verleihen jedem Outfit das gewisse Etwas, während Alltagslooks durch Reißverschlüsse, Cutouts und Falten einen modernen Touch erhalten. Experimentiere mit Stilen. Die raffinierten und provokanten Designs hauchen deinen Basics neues Leben ein. Experimentiere mit Röcken mit Bogenrand oder Plissé-Falten und Pullis im Gittermuster oder kombiniere ein glattes Hemdkleid mit klassischen Halbschuhen, um den Look von morgen zu kreieren. Generell muss ich leider zugeben, dass ich die auf den Screenshots erkennbaren Outfits schrecklich finde. Einzig und allein diesem Outfit kann ich etwas abgewinnen. Nennt mich gerne einen Modebanausen, aber für mich wirkt ein Großteil aller Kleidungsstücke alles andere als modern. Hoffen wir einfach mal, dass die in diesem Set sonstigen enthaltenen Objekte ein wenig hübscher sein werden. Weiter wurde verraten, welche Fehler mit dem nächsten Update behoben werden, die ihr hier sehen könnt. Insgesamt 12 verschiedene Fehler werden mit dem nächsten Update behoben, unter anderem auch der nervige Fehler mit Fingernägeln, die sich urplötzlich auf den Klamotten der Sims befinden. Was denkt ihr über das neue Set? Steht ihr den neuen Inhalten ebenso skeptisch gegenüber wie ich? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.